kurios nehmen. So kurios. Ein Bild der neunjährigen Carol Hersey, die 1967 mit ihrer Puppe Tic-Tac-Toe spielte, machte sie A. zu einer der meistgesendeten Personen der TV-Geschichte, B. zur Galionsfigur der Sudoku-Bewegung oder C. zum Vorbild für eine Radierung von Andy Warhol. Carol Hersey. Also, wenn das die meistgesehenste, gesendetste Person der TV-Geschichte ist, habe ich das nicht mitbekommen. Aber das hat nichts zu heißen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass das so eine Art Pausenbild war oder nachts, wenn es keine Sendung mehr gab, wurde vielleicht einfach dieses Bild eingeblendet, statt ein Testbild oder sowas, keine Ahnung. Und das über Stunden gesehen ist dann vielleicht die meistgesendete Person der TV-Geschichte. Also so kann ich mir das theoretisch vorstellen. Will man eine Neunjährige mit einer Puppe die ganze Zeit spielen sehen? Nein, es ist ja ein Bild. Du siehst die ja nicht spielen. Ja, ja, nee, es ist ja nee, nur das ich weiß. Bild. Ja, ja, und irgendwas musst du ja senden. So, kommen wir mal zu B. Eine Galionsfigur der Sudoku-Bewegung. Weil sie Tic-Tac-Toe spielte, warum ist das eine Galionsfigur, die Sudoku... Also da, B würde ich auf jeden Fall ausschließen. Das kann ich mir nicht erklären. Nee. Weil Sudoku ist ja was ganz anderes als Tic-Tac-Toe. Und ich habe noch nie gehört, dass die eine Galionsfigur haben. C kann natürlich sein, wobei... Ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Kunstexperte, aber ich verbinde nicht unbedingt mit Andy Warhol, dass der Radierungen gemacht hat. Der hat Pop-Art, richtig fiese, schöne Farben benutzt und keine Radierung. Viele schöne Farben, wolltest du sagen. Sehr viele schöne Farben benutzt. Also A wäre ja am kuriosesten tatsächlich. Ne? Das ist natürlich das, was jetzt für die Sendung hier am spannendsten ist. A. Okay. Elton macht den Bernhard. Die Britin Carol Hersey war Kostümdesignerin für Fernseh- und Theaterproduktionen. Ihre ersten Berührungspunkte mit dem Fernsehen hatte sie schon 1967, als ihr Vater sie mit ihrer Puppe Bubbles fotografierte. Er war Techniker beim Fernsehsender BBC, der zu dieser Zeit das Farbfernsehen einführte und ihr Foto als Testbild verwendete. Bis 1998 wurde ihr Foto als Teil eines Testbildes nach Sendeschluss eingeblendet und bescherte ihr Schätzungen zufolge mehr als 70.000 Stunden Sendezeit. Damit ist sie eine der meistgesendeten Personen der TV-Geschichte.